Ich habe diesen Toten nur wenige Worte zu widmen. Er war einer der besten Nationalsozialisten, einer der stärksten Verteidiger des deutschen Reichsgedankens, einer der größten Gegner aller Feinde dieses Reiches. Er ist als ein Blutzeuge gefallen für die Haltung, Sicherung dieses Reiches. Als Führer der Partei, als Führer des Deutschen Reiches, gebe ich dir, mein lieber Kamerad Heydrich, so wie der Parteigenossen dort, als zweiten Deutschen die höchste Auszeichnung, die ich zu verleihen habe, die oberste Stufe des Deutschen Ordens.